Hallo, mein Name ist Birgit Böhm, ich bin psychologische Beraterin und Zuckerfreiheldin. In diesem kurzen Video möchte ich darauf eingehen, also auf eine Frage eingehen, die mir immer wieder gestellt wird, nämlich, Birgit, machst du Ausnahmen, wenn du im Urlaub bist? Also ich habe jetzt das letzte Wochenende, heute ist Montag, ich habe das letzte Wochenende mit meiner Familie, mit meinem Mann, meiner Tochter und unserem Hund in einer Therme verbracht im Rogner Bad in Blumau. Das ist in Österreich, in der Steiermark, ist eine wunderschöne Therme. Und da gibt es super gutes Abendessen, ein Riesenbuffet. Und da wäre es für viele naheliegend, dass man sagt, hey, das Nachspeisenbuffet, wow, das habe ich zu Hause nicht, das würde ich nicht machen, da greife ich zu. Einmal, das kann ja nicht schaden. Schadet ganz sicher nicht, aber ich tue es trotzdem nicht. Und zwar nicht, weil ich nicht darf oder weil das nicht gut wäre oder was auch immer, sondern weil ich nicht will. Ich will keine Ausnahme machen. Für mich ist Zuckerkonsum unnatürlich. Ich weiß, dass das jetzt viele nicht gerne hören und dass du dir denkst, boah, die ist aber sehr radikal, was heißt Zuckerkonsum ist unnatürlich. Für mich ist das so. Für mich ist Industriezucker und leere Kohlenhydrate, das ist etwas, was ich meinem Körper nicht füttern möchte. Nicht mehr. Ich habe das lange, lange, lange Zeit gemacht. Und ich kenne jetzt den Unterschied, wie sich's anfühlt, wenn man Industriezucker isst, wenn man leere Kohlenhydrate isst. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß aber jetzt, wie es sich anfühlt, wenn man das nicht tut, wenn man das weglässt. Und das gefällt mir einfach besser. Ich glaube, dass wir deshalb Industriezucker und leere Kohlenhydrate essen, weil wir darauf konditioniert sind. Das ist Gewohnheit, sonst gar nichts. Geschmack ist antrainierbar. Man sagt, also es gibt da so die Aussage, wenn man 14 Mal eine Speise isst, dann hat man sich an den Geschmack gewöhnt. Und ich war auf leere Kohlenhydrate und Industriezucker, viel Zucker konditioniert. Ja, und das bin ich jetzt nicht mehr. Und darum will ich auch keine Ausnahmen machen. Also auf die Frage, Birgit, machst du im Urlaub Ausnahmen? Kann ich klar und deutlich sagen, nein. Also du kannst mich beim Buffet im Rogner Bad gerne besuchen oder mir über die Schultern schauen. Ich mache keine Ausnahmen, weil ich das einfach nicht will. Nicht, weil ich es nicht darf. Ich bin überhaupt ein Mensch, der sich nicht gerne etwas verbieten lässt. Darum hat das auch so lange nicht geklappt mit dem Abnehmen und mit dem gesunden Lebensstil, weil das immer so ein Verbot war, so. Wenn ich dauerhaft schlank sein will, dann muss ich mir ständig was verbieten. Und ich lasse mir definitiv gerne, also nicht gerne etwas verbieten. Das triggert sogar etwas in mir, so jetzt erst recht. Also so mit Konsequenz und Willenskraft und mit der Kraft oder Macht des Verbietens kommt man bei mir nicht weit. Das hat einfach bei mir nicht funktioniert. Das Einzige, was bei mir funktioniert hat, war, dass ich diese Konditionierungen verändert habe. Dass ich das durchschaut habe, dass wir darauf konditioniert sind und dass Industriezucker und leere Kohlenhydrate eigentlich unnatürlich sind. Ich weiß, das ist ganz schön, für manche ganz schön schwer zu hören. Manche wollen das gar nicht hören. Es gab Zeiten, da wollte ich das auch nicht hören. Es geht mir definitiv gut ohne Industriezucker und leere Kohlenhydrate und ich genieße mein Leben.
Ich habe endlich die Energie, die ich brauche, damit ich das umsetzen kann, was mir wichtig ist. Und damit ich das Leben führen kann, das ich leben möchte. Und das schaffe ich mit Zuckerfreiheit. Also ich mache definitiv keine Ausnahmen, weil ich nicht will. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.